Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie eine virtuelle Maschine von Hyper-V Hypervisor auf PromWorx 2 migrieren. Virtualisierung ist heutzutage ein integraler Bestandteil vielen IT-Infrastrukturen geworden und viele Unternehmen verwenden verschiedene Hypervisoren, um ihre Anwendungen und Dienste aufzuführen. Manchmal ist es jedoch notwendig, eine virtuelle Maschine von einem Hypervisor auf einen anderen zu migrieren. In diesem Fall, wenn Sie eine virtuelle Maschine auf einem Hypervisor laufen haben und diese zu PromWorx migrieren möchten, benötigen Sie möglicherweise weitere Informationen darüber, wie Sie dies tun können. In diesem Video gehen wir die Schritte durch, die erforderlich sind, um eine virtuelle Maschine erfolgreich von einem Hypervisor zum PromWorx zu migrieren. Die Migration einer virtuellen Maschine von Hyper-V zum PromWorx kann aus verschiedenen Gründen notwendig sein. Migrieren Sie auf eine andere Virtualisierungsplattform. Wenn Sie eine virtuelle Maschine haben, die Sie auf einer anderen Virtualisierungsplattform ausführen möchten, kann es notwendig sein, Sie auf die neue Plattform zu migrieren. Verbesserung der Leistung. Wenn Sie feststellen, dass Ihre virtuelle Maschine unter Hyper-V langsam oder leistungsschwach ist, kann die Migration auf PromWorx diese Leistung verbessern. Aktualisierung Ihrer Softwareversion. Wenn Sie ein Upgrade auf eine neue Version von PromWorx oder Hyper-V planen, müssen Sie möglicherweise Ihre virtuelle Maschine auf die neue Plattform migrieren. Ausfall eines der Servers. Wenn einer der Server, auf dem eine virtuelle Maschine ausgeführt wird, ausfällt, kann die Migration auf einen anderen Server erforderlich sein, um den Betrieb ohne Ausfallzeiten fortzusetzen. In beiden Fällen kann es notwendig sein, eine virtuelle Maschine zu migrieren, um den Betrieb des Systems aufrecht zu erhalten. Vor jeder Änderung an der virtuellen Maschine wird empfohlen, ein Backup zu erstellen, damit keine wichtigen Daten verloren gehen. Die Sicherung der virtuellen Maschine von der Migration auf eine neue Plattform, in diesem Fall PromWorx, ist unerlässlich. Dies ist notwendig, um den vorherigen Zustand der virtuellen Maschine wiederherstellen zu können, falls während des Migrationsprozesses etwas schief läuft. Die Datensicherung gibt Ihnen die Möglichkeit zu überprüfen, ob die virtuelle Maschine vor der Migration ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die virtuelle Maschine nach der Migration nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie auf das Backup zurückgreifen und versuchen, das Problem zu beheben. Außerdem ist die Erstellung von Backups eine gute Virtualisierungspraxis, die Sie Datenverluste und Systembeschädigungen im Falle einer Fehlfunktion oder eines Benutzerfehlers verhindern. Mit Hilfe von Tools können Sie automatische Backups einrichten. Um ein Backup in Hyper-V zu erstellen, exportieren Sie die virtuelle Maschine. Um sie wiederherzustellen, müssen Sie einen Import durchführen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internetbrowserverlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programm von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Um eine virtuelle Maschine zu migrieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen. Bevor Sie mit der Migration einer virtuellen Maschine von Hyper-V zum PromWorx beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass sie angehalten ist. Wählen Sie die virtuelle Maschine aus, die Sie migrieren möchten, und stoppen Sie sie, falls sie noch läuft. Im zweiten Schritt erstellen Sie ein Image der virtuellen Maschine. Sobald eine virtuelle Maschine gestoppt ist, müssen Sie ein Abbild Ihrer Festplatte erstellen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus. Öffnen Sie den Hyper-V Manager und wählen Sie die virtuelle Maschine aus, die Sie migrieren möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Sie und wählen Sie Exportieren. Geben Sie anschließend an, wo das Image der virtuellen Maschine gespeichert werden soll, und wählen Sie die gewünschten Exportoptionen aus.
Klicken Sie dann auf Exportieren und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. In Schritt 3 übertragen Sie das Image der virtuellen Maschine zum Promobox. Verwenden Sie einen beliebigen FTP-Client für die Übertragung. Verbinden Sie sich per FTP mit dem Promobox-Server und laden Sie die exportierte Datei der virtuellen Maschine hoch. Als nächstes müssen Sie eine neue virtuelle Maschine in Promobox erstellen. Öffnen Sie dazu den Browser und öffnen Sie das Hypervisor-Verwaltungsfenster. Erstellen Sie eine neue Maschine, VM erstellen. Geben Sie alle Parameter an. Als nächstes müssen Sie in der neu erstellten virtuellen Maschine die bestehende Festplatte löschen und die neue exportieren. Öffnen Sie die Einstellungen oder neue virtuelle Maschine, gehen Sie auf die Registerkarte Hardware, wählen Sie die Festplatte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Trennen. Sobald die Festplatte getrennt ist, können Sie sie entfernen. Die entsprechende Schaltfläche wird hier angezeigt, klicken Sie auf Löschen. Als nächstes muss die Datei der virtuellen Maschine in ein Format konvertiert werden, das Promobox Hypervisor unterstützt. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Verwenden Sie ein Programm wie StartWin, W2W, Converter oder verwenden Sie Paketmanager Tools in Linux. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre WHD in eine Image-Datei konvertieren und diese in eine virtuelle Maschine importieren. Zuerst müssen wir das Kommandozeilenprogramm WHD2IMG installieren. Die Installation von WHD2IMG auf Promobox kann mit den Standard-Paket-Manager-Tools von Linux durchgeführt werden. Um WHD2IMG auf Promobox zu installieren, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie ein Terminal auf Promobox und führen Sie den Befehl aus. Installieren Sie WHD2IMG mit folgendem Befehl. Prüfen Sie, ob WHD2IMG installiert ist, indem Sie den Befehl ausführen. Wenn der Befehl erfolgreich ist, ist das Dienstprogramm installiert und einsatzbereit. Führen Sie nun diesen Befehl aus, um die Datei der virtuellen Maschine zu konvertieren. Dabei werden zunächst das WHDX-Dateiformat der virtuellen Maschine und der Pfad zu dieser Datei angegeben. Danach folgt der Pfad zu der konvertierten Datei. Nach der Konvertierung muss diese Datei in Promobox importiert werden. Um eine Festplatte zu importieren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dadurch erhalten Sie die ID der virtuellen Maschine, den Pfad zur MH-Datei und das Repository. Das Tool ermöglicht Ihnen die Konvertierung in das MH-Format, das auch von Promobox unterstützt wird. Als nächstes öffnen Sie die Einstellungen der virtuellen Maschine in Promobox Hypervisor Hardware. Hier sehen Sie das neue und benutzte Laufwerk. Gehen Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und dann in dem sich öffnenden Fenster hinzufügen. Das Laufwerk ist hinzugefügt worden. Starten Sie nun die virtuelle Maschine. Wie Sie sehen können, wird sie ausgeführt.
Die Migration einer virtuellen Maschine von Hyper-V auf Frameworks kann eine entmutigende Aufgabe sein, aber mit der richtigen Planung und Vorbereitung können Sie sicherstellen, dass der Prozess reibungslos verläuft. Zunächst müssen Sie die Unterschiede zwischen Hyper-V und Frameworks verstehen und sicherstellen, dass Ihre virtuelle Maschine von der neuen Plattform unterstützt wird. Anschließend sollten Sie eine Sicherungskopie der virtuellen Maschine erstellen und den neuen Promox-Server für den Import der virtuellen Maschine vorbereiten. Stellen Sie während des Migrationsprozesses sicher, dass alle Einstellungen der virtuellen Maschine korrekt auf die neue Plattform migriert werden. Stellen Sie auch nach der Migration sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Sollten Probleme auftreten, können die Maschine mit Hilfe eines Backups in den vorherigen Zustand zurückversetzen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Migration einer virtuellen Maschine ein komplexer Prozess ist. Wenn Sie Zweifel haben oder sich Ihre Fähigkeiten nicht sicher sind, wenden Sie sich am besten an einen Experten oder lesen Sie ausführliche Anleitungen und Leitfäden. Und wenn die Daten von einer virtuellen Maschine verloren haben, verwenden Sie eine Wiederherstellungssoftware, Hetman Recovery. Mit ihr können Sie verlorene Dateien von Ihren virtuellen Festplatten wiederherstellen. Sie unterstützt alle gängigen Hypervisoren, anschließend Hyper-V und Frameworks. Weitere Einzelheiten zur Wiederherstellung von Daten aus virtuellen Maschinen finden Sie in den anderen Videos, die ich in der Beschreibung verlinken werde. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.